Ja, hallo Leute, heute machen wir wieder ein Unboxing. Wieder ein Paket von ACME. Ein ACME-Wagen. Das ist die Rechnung, das tun wir erstmal darüber. So, es ist ein Gepäckwagen, nur ein Wagen diesmal. Wir stocken jetzt momentan den Bestand an italienischen Schnellzugwagen auf. So, mal gucken. Das ist wieder gut verpackt. Genau. So, jetzt haben wir es. Schon jede Menge Verpackung und Information. So, der Wagen ist hier in der Mitte. Zeigen wir gleich. Und da drin sind nur noch so Papiere. Da ist jetzt nichts weiter Interessantes drin. So, dann können wir das Ding erstmal wegziehen. So, also das ist der Wagen, den ich euch heute noch besser vorstellen werde. Ist eine etwas andere Farbe als die vorhergehenden Waggons. Ich zeige es euch gleich noch besser. Wir packen das Ding jetzt erstmal aus. So. Genau, das ist wieder gut verpackt. Das ist dieses Doppelschalending. Genau, nochmal eine Folie drumherum. Ah, auch gelbe Streifen, genau. Das ist jetzt eine spezielle Lackierung. Das ist auch ein UIC-X-Gepäckwagen mit Fiat-Drehgestellen auch. Jetzt schauen wir, ob das besser rüberkommt. Ja, jetzt sieht man es besser. Das ist eine B. Grigio, ein Livria B. Grigio con Filetti Gialli. Heißt übersetzt eine zweifarbige graue Lackierung. Eine zweifarbige Lackierung mit gelben Streifen, also Filetti Streifen und Gialli heißt gelb. Genau, das ist die Lackierung der italienischen Züge der 1990er Jahre. Das entspricht bei uns der Epoche 5. Da sind wir jetzt etwas moderner schon. Genau, sehr schön. Auch wieder Bremsschläuche, leichtgängige Kupplungsschächte. Hier auch. Ja, das kann man noch ein bisschen arretieren. Ein bisschen schief sind manchmal die Puffer. Das macht aber nichts. Das kann man einstellen. Jetzt drehen wir das Ganze mal um. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist so ein Seitengang. Ich glaube, da kann man noch sitzen. Ich weiß es nicht. Also die sehen ein bisschen anders aus als die deutschen Gepäckwagen. Diese Fenster da am Ende haben wir nicht drin. Scheint noch ein oder zwei Abteile zu sein, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Genau, FS. Ferrovie dello Stato, also italienische Staatsbahn, klar. Also den Wagen haben wir auch. Und sehr schön feindetaillierte Drehgestelle, Fiat-Drehgestelle. Sehr schön. Da muss man nicht mehr viel zurüsten. Eventuell, ich bin mir nicht ganz sicher, aber hier müssen wir noch Griffstangen hin tun. An den Rolltoren, da fehlen noch Griffstangen. Die müssen wir, glaube ich, noch montieren. Aber ansonsten dürfte es fast gewesen sein.
Sehr schöner Wagen. Gefällt mir gut. Ja, das war's dann. Ich wünsche euch, es hat euch gefallen. Wir werden den Wagen auch mit zusammen mit allen anderen dann mal in Schnellzügen und Eurocities mal einsetzen. Das wird sicher eine sehr schöne Sache. Ja, dann noch einen schönen Tag und Like und Abo nicht vergessen. Und ciao.